Hallöchen zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Leute, heute ein kleines, aber wirklich feines Update zu Drachenzähmen leicht gemacht. Ihr alle kennt natürlich die ganzen Dragons Comics einmal aus den Dragons Magazinen und es gibt ja hier und da auch mal wieder ein Comicbook, wo ihr eine neue Geschichte drin findet. Soweit, so gut. Aber für alle, die schon wahnsinnig lange auf den dritten Teil von Drachenzähmen leicht gemacht warten, der ja angeblich schon wieder verschoben wurde, nämlich auf 2019. Für alle die Leute hier eine kleine, aber feine Info, denn wie ich ja schon mal irgendwann erwähnt habe, hat unter anderem auch Dark Horse die Lizenz für How to Train Your Dragon für Drachenzähmen leicht gemacht. Und Dark Horse ist ein sehr großer, renommierter Comicverleger und aus diesem Haus kommen auch Statuen, Büsten, Figuren und das teilweise wirklich mit vom allerfeinsten. Und hier liegt auch meine Hoffnung, dass vielleicht irgendwann tatsächlich hochwertige Figuren zu Drachenzähmen leicht gemacht rauskommen. Also nicht mehr diese Action Dragons, sondern wirklich schön modellierte Skulpturen, Aufstellfiguren, nichts mit Action, wo die Drachen und die Charaktere auch wirklich so aussehen, wie sie im Film aussehen. Also das ist so meine stille Hoffnung. Und es erscheint hier in Deutschland, genauer gesagt am 8.3., merkt euch das ganz fett in eurem Terminkalender vor, das erste Comic von Dark Horse zu Drachenzähmen leicht gemacht. Im Englischen trägt es den Titel The Serpent's Heir, was auf Deutsch so viel heißt wie Das Erbe der Schlange. Das Besondere bei diesem Comic ist zum einen die Tatsache, dass es von zwei großartigen Autoren geschrieben wurden, unter anderem Richard Hamilton. Von ihm kennt man zum Beispiel schon das Buch Dragons, Geheimnisse von Berg, dieser Filmband mit der großen Karte. Und als nächstes haben wir hier dann noch den Autoren Dean DeBlois. Ja, und wem jetzt noch kein Licht aufgeht, das ist der Regisseur von beiden Drachenzähmen leicht gemacht Filmen, den Kinofilmen. Und Dean DeBlois und Richard Hamilton haben sich extra hingesetzt und eine Story für dieses Comicbook geschrieben. Wie geil ist das denn? Das heißt, ihr könnt schon mal davon ausgehen, dass es auf jeden Fall eine hammermäßig gute Geschichte wird. Und jetzt kommt der Knaller. Diese Geschichte macht da weiter, wo Drachenzähmen 2 aufhörte. Ja, und auch nicht ein paar Monate oder ein paar Jahre später nach Drachenzähmen 2, sondern eigentlich schon ein paar Minuten drauf. Also es geht tatsächlich nahtlos weiter und ich denke mal, da werden auch mehrere Comics folgen, also das mutmaße ich nur, die euch dann mehr oder weniger halt eben die Geschichte erzählen zwischen dem zweiten und dem kommenden dritten Teil. Und ich habe schon ein paar Seiten aus diesem Comic gesehen, also Holdrio, richtig, richtig schön gezeichnet, toll gezeichnet. Um einiges aufwendiger als die Geschichten, was wir aus den anderen Comics eben schon kennen. Dieses Buch erscheint bereits am 15. Februar diesen Jahres in USA. Aber wie schon gesagt, keine Panik. Wenn ihr noch ein paar Tage länger warten könnt, erscheint es hier bei uns in Deutschland natürlich auch übersetzt ins Deutsche am 8.3.2017. Es hat ein Taschenbuchformat, ist in Softcover gebunden. Vielleicht gibt's auch eine Hardcover-Ausgabe, das wird man sehen. Hat insgesamt 84 Seiten. Erscheint in USA original bei Dark Horse und hier in Deutschland beim Panini Verlag. Das Cover des Buches sieht wirklich sehr, sehr spektakulär aus. Das kann ich euch schon mal sagen. Wir sehen natürlich Hicks mit seinem Flammenschwert Astrid im Hintergrund mit ihrer Doppelaxt. Darunter das bekannte Bild von Hicks auf ohne Zahn, fliegend in der Luft. Im Hintergrund eine riesengroße, düstere Gestalt mit anscheinend Hörner auf dem Kopf und zwei wirklich eiskalt glühenden Augen. Darunter seht ihr ein paar Häuschen, ein paar Wikingerhäuser, darum ein paar Drachenzeichen, Drachensymbole wie aus dem Drachenauge. Und der Clou dieses ganzen Bildes ist eigentlich, dass diese Wikingerhäuser auf einem riesengroßen blutroten Auge stehen.
Dieses riesige blutrote Auge erinnert natürlich sehr an der Herr der Ringe, aber gibt diesem Cover natürlich schon einen sehr, sehr düsteren, unheimlichen Touch. Und ich habe euch sogar eine kleine Inhaltsangabe, die ihr auch auf der Panini-Seite findet. Das lese ich euch hier natürlich gerne vor. Und zwar: Als neuer Häuptling muss Hicks nach dem jüngsten Angriff von Drago Blutfaust und seinem großen Überwilden wieder Ruhe und Ordnung in sein Dorf bringen. Eine weitere Gelegenheit, sich zu beweisen, ergibt sich, als die von Erdbeben geplagte Insel, und die weiß ich beim allerbesten Willen nicht, wie ich sie richtig aussprechen soll, geschrieben wird's Nepenthe, Nepenthe. Auf Englisch heißt das Ding hier Nepenthe. Ja, viel Spaß beim selber aussprechen. Also ich lese es nochmal vor. Eine weitere Gelegenheit, sich zu beweisen, ergibt sich, als die vom Erdbeben geplagte Insel Nepenthe die Wikinger um Hilfe bittet. Doch sobald Hicks und seine Freunde dort ankommen, wird rasch deutlich, dass die Beben nur ein Teil des Problems sind. Soweit der Text von Panini. Und ich kann euch sogar noch ein ganz kleines bisschen mehr verraten, denn nicht mal ohne Zahn der neue Alpha-Drache kriegt diese Situation unter Kontrolle. Also da ist ganz schön was am Brodeln. Was genau das ist und was genau da dahinter steckt, das werden wir natürlich in dem Comic erfahren. Wie schon gesagt, 84 Seiten insgesamt. Die Autoren Dean DeBlois und Richard Hamilton, Zeichner Doug Whitley, die Farben von Wes Zioba und das Cover wurde gezeichnet von Pierre-Olivier Vincent. Zum Preis kann ich euch auch schon was sagen. Das Ganze wird 9,99 Euro kosten und wie schon gesagt im Panini Verlag auf Deutsch erscheinen. Da bin ich doch wirklich sehr, sehr drauf gespannt. Das werde ich mir auch gerne besorgen und euch natürlich auch hier vorstellen, sobald ich's habe. Alles klar, na das ist doch wenigstens schon mal ein kleiner Lichtblick bis 2019. Ist tatsächlich so. Der dritte Film wurde verschoben auf 2019. Zumindest ist das der aktuelle Stand. Naja, und bis dahin fließt noch viel Wasser, die Flüsse rauf und runter und wir werden sehen, was die Zeit bringt. Wie ihr wisst, mir persönlich macht das Warten jetzt nicht unbedingt furchtbar viel aus. Im Gegenteil, ich freue mich immer noch genauso auf den neuen Release-Termin, wie wenn er jetzt, was weiß ich, dieses Jahr schon starten würde. Und man muss es vielleicht auch mal so sehen, je mehr Zeit der Film hat, umso besser kann er eigentlich auch nur werden. Und da vermutlich auch wieder Dean DeBlois beim dritten Regie führen wird, kann da nichts wirklich schief gehen. Und denkt dran, dass sich in 2 Jahren auch schon wieder die Grafik um einiges verbessern wird. Und ich bin überzeugt, dass alleine schon die Optik des Films wieder mal echt der Kracher wird. Aber wie auch immer, man sollte, wie schon gesagt, eigentlich niemals irgendwas erwarten. Die Story, die Grundgeschichte, das ist das A und O von einem Film. Ob grafisches Highlight oder nicht, wenn die Geschichte stimmt, dann ist das in meinen Augen das A und das O. Der erste Teil war klasse, der zweite Teil stand dem ersten in nichts nach und ich denke mal beim dritten wird's genauso werden. Denn die Macher legen da wirklich ihr Herzblut rein. Und Dragons ist schließlich keine 0815-Produktion. Okay, aber jetzt freue ich mich erstmal auf das kommende Comic. Drachenzähmen leicht gemacht, der Erbe der Schlange. Und wie es aussieht, wird es ein richtig, richtig schönes und vor allem auch spannendes Buch. Mit 2 Hammerautoren, sehr schönen Zeichnungen. Und der Umfang von 80 Innenseiten sorgen garantiert für ein paar richtig, richtig schöne, fantasievolle, kurzweilige Minuten mit unseren Lieblingshelden. Leute, das war's auch schon. Das war meine kleine, aber feine Info. Zudem am 8.3. diesen Jahres erscheinenden neuen Buch zu Drachenzähmen leicht gemacht, Der Erbe der Schlange, bei Dark Horse in Englisch oder Panini Verlag in Deutsch. Ich freue mich drauf. Alles klar, bis dann. Ciao, tschüss, euer Rupi. Hey.